Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück in Griechenland und zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So, ich habe jetzt offscreen mal die Wolfsfelle gemacht. Die waren genau hier unten. Da unten sieht man eh noch einen Wolf. Und die habe ich jetzt mal gemacht. Die waren Stufe 5, war eigentlich gar nicht so schwer, muss ich sagen. Aber jetzt haben wir die Wolfsfelle schon mal. Und schauen doch mal, ob wir sie zurückgeben können. Wenn ich denn hier das Radar irgendwo. Ich glaube, das war an der Anschlagtafel, oder? Ich weiß gar nicht mehr genau. Wir schauen einfach mal. Und wir haben. Der Söldner ist auf uns aufmerksam geworden. Wir sind Stufe 1 aktuell. Ich weiß nicht, inwiefern sich das jetzt aufs Spiel groß auswirkt. Ob der uns jetzt recht verfolgen tut oder nicht. Oder ob wir erst in seine Nähe kommen müssen. So, okay. So, machen wir das Bildmachgerät an. Servus, Leute. So, dann schauen wir doch mal. Was? Wer ist denn der weg überhaupt? 41 Meter. Ach du Scheiße. Ich renne mal ein bisschen weg. Ich glaube, das ist besser, wenn wir denen noch nicht begegnen jetzt. Hoffen wir mal, dass er nicht allzu weit in die Stadt geht. Schatz plündern. Schauen wir doch mal, wo hier der Schatz ist. Okay, da ist er. Dann nimmt er mit. Sehr gut, haben wir das auch erledigt. Weil ist denn er weg jetzt? Okay. Wahrscheinlich, wenn wir gleich neue Quests kriegen oder so. Das haben wir abgeschlossen. Oh, war denn das mit den Wolfsfällen? Samen. Doris wird bei seinem Geschäft sein. Hey, pass schon, Tutu. Übergibt dem Auftraggeber die Wolfsfälle. Ja, wo war denn der blöde Auftraggeber, Mensch? Ah, der Rüstungsschmied, okay. Der muss hier auch irgendwo sein. Das finde ich jetzt cool, dass sich gleich alles so angezeigt wird. Hier müsste sein, oder? Cassandra, schön dich zu sehen. Na, du hinten. Was kann ich für dich tun? Ich wollte eigentlich die Wurstfälle geben. Verkaufen. Wolfsfälle, wer war das jetzt? Das? Möge Hermes deine Schritte leiten. Hallo, Doris. Das Geschäft läuft wohl. Sag Markus, er soll selbst herkommen, wenn er sein Geld will. Klar? Ah, aber jetzt bin ich hier.
Ja, ich war ein wenig in Verzug. Aber jetzt behauptet Marcos, ich schulde ihm das Doppelte, wegen der Zinsen. Das kann ich nicht bezahlen. Das hättest du bedenken sollen, als du dir die Drachmen geliehen hast. Aber meine Familie... Es ist heiß, ich habe schlechte Laune und du wirst zahlen. Das wissen wir beide. Die Frage ist nur, was ich zuerst kaputt mache. Dich oder deine Waren? Sag Marcos, dass ich bereits genug bezahlt habe. Ich fall doch nicht vor Söldnern auf die Knie. Oder vor jemandem, der dumm genug ist, sich Geld vom Zyklopen zu borgen. Vom Zyklopen? Damit hat er also das Weingut gekauft? Sieh mal, ich weiß, du verdankst Marcos dein Leben. Und dass er dich damals als Kind von der Straße geholt hat. Aber du weißt, dass sein Vorhaben verrückt ist. Malaka. Egal, trotzdem bist du ihm noch Drachmen schuldig. Sieh es ein. Sobald der Zyklop euch erwischt, werdet ihr beide tot sein. Ich hätte wissen müssen, dass du es bist, der die Felle will, Ilos. Und ich hätte wissen müssen, dass du sie mir besorgen kannst. Cassandra erfüllt jeden Auftrag. Okay, jetzt haben wir sie gefunden. Sag's nicht, Marcos, sonst wird er eifersüchtig. Ich benutze den Aushang, damit alle eine Chance haben, aber du bist immer so eifrig. Wozu brauchst du die Felle diesmal? Die Athener brauchen Rüstung für den Krieg. Guter Schutz für sie, gute Drachmen für mich. Hier sind sie. Es fehlt kein einziges. Und das in Rekordzeit. Nimm dein Geld, du hast es verdient. Halt dich aus Ärger raus, Ilos. Das solltest du besser auch. Okay, sehr schön. Mal kurz vor... Ah, Stufenaufstieg. Schaden, Gesundheit verbessert, sehr schön. So, was haben wir denn jetzt hier noch zu tun? Treibe das Geld vom Händler ein. Machen wir das mal. Ich sagte doch, ich habe Marcos genug bezahlt. Ich sagte doch, ich habe Marcos genug bezahlt. Okay. Also gut, ich zahle doch. Hör schon auf. Schön, das Geld gehört dir. Hau einfach. Töten wollte ihn jetzt doch nicht. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Nimm meinen Namen nicht in den Mund. Ich will nicht, dass der Zyklop zu mir kommt, wenn ihr eure Schulden nicht zahlt. Okay, kehre zu Marcos zurück. Jetzt schauen wir doch mal, ob wir nicht schon ein bisschen was skillen können. Wir haben jetzt ein paar Level gemacht. 2 Fähigkeitspunkte. Okay, der Giftmischer, glaube ich, auch, ist auch cool. Aber so weit sind wir noch nicht. Muss mal schauen, was hier alles so gibt, wo ich denn hinspielen sollte. Was ist das hier? Todessprung. Schütze verursachen Schaden, sind aber nicht tödlich. Erfordert Stufe 20, okay. Ah, okay. Ich glaube, wir werden das hier machen mit der Schattenattacke. Weil, ehrlich gesagt, ich will gar nicht so viel in den Bogen hier skillen, weil ich bin eigentlich kein Spieler, der mit Bogen spielt. Ich bin eher Melee, also auf Nahkampf. Also werden wir mal hier einen reintun.
Jetzt haben wir noch einen Punkt. Na komm, wir setzen noch einen hier rein. Da kann ich gar nicht. Stufe 5 brauche ich dort. Okay, dann warten wir noch ein bisschen. So, okay. Wir haben jetzt eigentlich hier soweit, glaube ich, alles erledigt. Die Fragezeichen, okay. Die holen wir uns dann, wenn wir hier mit dem Gebiet soweit durch sind. Weil dann würde ich nämlich sagen, gehen wir dann später nämlich dann hier auf die Insel. Die ist klein. Ich glaube, dass da nicht so viel zu... Also, bestimmt was zu tun ist, aber halt nicht so viel, dass wir das ziemlich schnell abschließen könnten. Und jetzt würde ich sagen, machen wir aber das hier. Entschuldigung. Das mit dem Hai. Da, wo wir die Kette besorgen müssen. Ich glaube, da werden wir jetzt mal hingehen. 809 Meter, wo ist der blöde... Hast du was zu erledigen, Cassandra? Okay, den sehe ich jetzt aktuell nicht. Diesen komischen Auftragskiller da. Der war nämlich vorher hier oben in dem Bereich. Tasten wir uns immer so ein bisschen vor. Mal schauen, dass wir schön die Ressourcen, Materialien mitnehmen. Ich weiß nicht, wie viel wir da später im Spielverlauf noch brauchen. Oh, bist du her? Ja, ja. Olivenholz. Und dann können wir eh gleich zu Markus gehen. Ich glaube, der war doch hier irgendwo, oder? Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Okay, ach, der Markus ist hier oben, okay. Müssen wir eh gleich da sein. Markus, machen wir danach. Oh, dort unten ist es. Da sind wir jetzt schon in der ersten Folge gleich gestorben. Ich hoffe mal, dass wir den da diesmal kriegen. Jetzt schaue ich aber nochmal schnell. Können wir vielleicht eine andere Rüstung anlegen? Weil ich bin jetzt doch schon Stufe 4. Vielleicht können wir schon was anderes anlegen. Ja, Stufe 3. Okay. Ah, hier Stufe 4. Attentatschaden. Da haben wir eh schon reingeskillt. Nehmen wir das doch gleich. So, ist jetzt hier weiter nischt. Ah, das ist Stufe 5. Okay. Okay, der Attentatschaden wird uns jetzt bei dem Hai nichts helfen, wahrscheinlich. Ja, weil er es nicht gleich mitnimmt unter Brennen. Okay, hier wird es blöd sein. Wir gehen mal da unten lang. Hier hinten. Ach, schauen wir uns schnell hier unten noch um. Hier haben wir noch gar nichts gemacht. Vielleicht ist hier noch irgendwie was Verstecktes oder so. Ah, hier haben wir das mit den Wölfen gemacht. Okay. Alles klar.
Okay, dann waren wir hier schon. Okay, dann schauen wir mal, ob wir den geknackt kriegen, wie im blöden Hai. Ich werde da vorne auf jeden Fall nochmal speichern. Nicht, dass wir hier nochmal so viel Wege gehen müssen. Das haben wir doch auch schon gemacht, oder? Ist das wieder gespawnt, oder was? Das hatten wir doch eigentlich schon mitgenommen. Die Halskette ist da unten. Okay. Wir werden sterben. Okay, wir speichern. Ich weiß nicht, wann uns der angreift. Greift uns der hier auch über Wasser an? Also, oder nur, wenn wir tauchen? What the fuck? Hier irgendwo sind wir gestorben mit dem blöden Hai. Okay, wir tauchen mal. Okay, gehen wieder hoch. Geh hoch, komm. Abgeschlossen. Okay, ich sehe hier keinen Hai. Mir soll es recht sein. Wollen wir gegen ihn kämpfen? Gott sei Dank. Ich glaube, der hat uns gewonnen damals. Okay, da waren wir bei der Stufe 1. Sehr schön, dann gehen wir jetzt zum Markus zurück. Können wir uns ja irgendwie markieren, aber die Quest nicht annehmen. Entschuldigung, Leute, ich bin ein bisschen krank. Aber das wird wieder. Hoffe ich. Hühnerei. Nein! Oh, ich habe gedacht, ich springe in die Höhle rein. Okay, das einzige Gute bei dem Bogen ist natürlich, wenn du so Fischer erledigen willst. Dann kannst du natürlich besser abballern. Vielleicht werde ich mal ein, zwei Punkte reinskillen, aber mehr würde ich da wirklich nicht machen. Ich würde wirklich auf Attentäter gehen. So, jetzt sind wir auch schon im Markus Weingut. Der müsste eigentlich hier oben irgendwo sein. So, hier müsste eigentlich irgendwo, hier müsste sein, ne? Wo ist denn der Schlingel? Oh, muss ich jetzt wirklich die Quest anwählen, oder was? Quests.
Gemüsehändler? Da unten ist der. Okay, dann gehen wir erstmal zum Gemüsehändler, weil es dann eh wurscht ist. Machen wir das erst. Schauen, die werden sich freuen, wenn sie die Kette kriegen. So. Du hast sie. Das ist die Halskette. Der Hai hat sich ganz schön gewehrt. Sie muss ihm gefallen haben. Wir können endlich weg. Nie wieder Gemüse. Wir beginnen ein neues Leben. Weit weg von hier. Ich weiß, wie das ist. Viel Glück. Ist alles gewesen, oder was? 182 Drachmen bloß. Okay, auf 1300 EP. Gut, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir zu Markus zurück. Da sind wir auch gleich. Dass du immer nur einer was fallen lässt. Und da drüben die Insel, das ist dann unser nächstes Ziel. Oh. Den lassen wir lieber mal. Jetzt weiß ich, dass das für den Range hat, dass er uns sieht. Keine Ahnung. Naja, ich weiß. Ich gehe mal ein bisschen hier rum. Ich will ihn jetzt noch nicht machen. Ich glaube, ich könnte ihn schon probieren, aber ich will noch nicht. Die machen wir später. Snacken können. Kommen wir hier hoch? Nee. Doch, kann man. Aber hier ist nichts. Ah, der ist da draußen, der Penner.
hier oben oder was? Was soll denn das? Dir bleibt nicht mehr viel Zeit, bis dich der Zyklop holen kommt, Malaka. Er will sein Geld. Kann ich einen Aufschub haben? Wenn er zurück nach Kefalenia kommt, bist du tot, sobald er vor Anker geht, wenn du es da nicht hast. Nun, bleiben wir zivilisiert. Du kannst dich nicht ewig hinter deiner Söldnerin verstecken, Markus. Er bringt dich, die Kriegerin und dieses rotznäsige Mädchen um, das immer bei dir ist. Natürlich, kein Problem. Ich besorge die Drachmen. Gut, sonst sehe ich zu, wie der Zyklop dich an seine Ziegen verfüttert. Ah, Cassandra, das Strahlen in deinem Gesicht sagt alles. Doris hat dir die Drachmen bezahlt. Wer strahlt denn? Ich habe gerade erfahren, woher du die Drachmen für das Weingut hast. Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Wir können uns das Geld zurückholen, oder? Das müsste doch möglich sein. Du hast ein törichtes Versprechen gegeben, Markus. Eins, das wir nicht halten können. Ich dachte, du wärst unbesiegbar. Ich vielleicht, aber du nicht. Oh, mir fehlt die gute alte Zeit. Erinnerst du dich? Alles war einfach. Du hattest nichts, so klein und allein. Und ich hatte alles. Ich habe dir die Welt geschenkt und Kefalenia in deine Hände gelegt. Alexios! Solche Fische werden nicht jeden Tag angespült. Oh. Hungrig? Ich schlag dir ein Geschäft vor. Ich tue etwas für dich. Du tust ein paar Dinge für mich. Alle gewinnen. Besser wird es nicht. Hm? Denk drüber nach. Warte! Er hat damals schon Geschäfte gemacht, der Schlingel, der. Kefalenia. Schönes Geschenk. Du warst nichts ohne Markus. Und sieh nur, wie weit du es gebracht hast. Vom Waisenkind auf der Straße zur Söldnerin mit einer Hütte. Und das will uns der Zyklop alles nehmen. Ich kann dich nicht ewig vor ihm beschützen. Er wird mich auch umbringen. Ach, hab doch keine Angst. Sieh dich an. Wie könnte ich es mit ihm aufnehmen? Mit welcher Waffe? Einem rostigen Speer? Einem kaputten Bogen? Da bist du ja. Du kannst mir nicht entgehen, indem du um den Tempel herumschleichst. Drusilla, ich sprach gerade von dir. Ach ja? Ich brauche das Holz, Markus. Die ganze Insel wird über die neuen Bögen sprechen. Aber ich kann nichts machen, wenn diese Malakes die Holzlieferungen aufhalten. Natürlich nicht. Deshalb habe ich gerade meine Freundin Cassandra in die Einzelheiten eingeweiht. Sie hat auch schon einen Plan gegen diese Banditen. Ich schweig mal. Sie ist der stille, tödliche Typ. Es ist mir egal, wer es tut, aber jemand muss diese Banditen töten. Heute noch. Eine prächtige Idee. Ich muss leider nach Hause. Cassandra, ich habe einen Plan für unser Zyklopendilemma. Komm zu mir, wenn du Zeit hast.
Wenn du dein Holz willst, musst du zuerst meinen Bogen reparieren. Hm. Ich bezahle sonst nur, wenn die Arbeit getan ist, aber so langsam, wie es vorangeht, folge mir. Diese Bögen machen mich reich wie Krösos. Die scheinen sehr gut zu sein. Ein Krieg droht. Die Athener brauchen gute Bögen, wenn sie Sparta aufhalten wollen. Und alle gewinnen, nehme ich an. Wenn man sich in den Söldner jetzt hier etwa Markus, in die Arme rinne. Du solltest diesen Kleinkram hier aufgeben. Dieser Krieg kann dich reich machen. Und ich habe gehört, du bist in Wahrheit aus Sparta. Das ist lange her. Jetzt lebe ich auf Kefalenia. Gib ihn mir. Gib ihn mir. Grüße Netter, bitte. Bitte schön, so gut wie neu. Der Bogen ist so stark wie Herakles persönlich. Probier ihn aus. Schieß einen Pfeil auf diese Puppen. Okay, Schulden eintreiben abgeschlossen. Ach du Scheiße. Da warten wir noch, haben wir gesagt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle auch einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein bisschen Support da. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Abo, Kommentar oder auch ein Like da lasst. Alles sehr, sehr gern gesehen, Leute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielleicht machen wir auch den komischen Typi da dann mal in der nächsten Folge. Aber ich muss erstmal schauen. Ich wollte hier erstmal so noch die ganzen Quests abschließen, wenn es geht. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin noch viel Spaß auf meinem Kanal und mit den anderen Let's Plays. Ciao, ciao. Euer Andi. We'll be right back.